Willkommen zurück zu einer neuen Folge Sticks Master of Shadows. Wir sind in Folge 57 und es fehlen noch drei Münzen von der, aber die, na, wie sagt man? Von der eine schon bekannt ist, wo sie ist. Zumindest haben wir sie in der letzten Folge gesehen. Ich habe allerdings schon wieder vergessen, wo sie ist. Macht nichts, wir finden sie, ist kein Thema. Die liegt, irgendwo liegt die, da unten, keine Ahnung. Ich glaube bei dem Typen, irgendwo. Da, ich zeig sie euch, jetzt fällt es mir wieder ein, hier, passt auf. Was ist denn los, ey, Jungs? Da unten sehen wir sie, da rechts. Da, jetzt ungefähr in der Mitte des Bildschirms. Die wollen wir uns noch holen. Aber wir arbeiten uns langsam nach unten, ganz langsam. Erstmal gehen wir jetzt hier entlang. Hier waren wir schließlich auch noch nicht. Das heißt, hier könnte auch irgendwo noch ein Münzchen sein. Da könnten wir auch ganz einfach zum Ziel in diese Kiste rein. Aber dann würden uns ja mindestens zwei Münzen fehlen, wenn wir das jetzt machen würden. Den Typen haben wir schon erledigt. Wo sind wir denn jetzt schon wieder hingehuscht? Hier liegen lauter Leichen. Aber da ist noch jemand am Leben. Ach, das ist. Ah! Das ist dieser Vorsprung jetzt. Jetzt weiß ich, wo wir sind. Den da können wir vielleicht mit einem Sprungkill erledigen. Wenn der andere nicht guckt. So. Ach Quatsch, ich kann ja jetzt hier. Ich bin ja heftig, ich kann ja quicksaven. Jumpkill! Nice, das hat funktioniert. Einfach von ganz weit oben runtergefallen. Und du kannst auch Tschüss sagen. Da ist auch keiner in der Nähe hier. Sehr schön, das gefällt uns. Hier ist das Zeichen noch. Können wir da noch rein? Genau, das war ja unser Geheimversteck und da ist tatsächlich auch eine Münze versteckt. Ja. Ganz ausgebufft hier aus ganz Versteck. Aber kein Problem für uns, wir können uns natürlich erinnern, dass es hier war und wo es hier war und wie man da reinkommt. Und uns die Münze demzufolge dann auch ganz locker schnappen. So, wo müssen wir jetzt lang hier, Alter? Eine Münze fehlt noch, also zwei fehlen noch einzusammeln, aber von einer wissen wir, wo sie ist. Das wäre richtig sweet, wenn wir alles finden würden, aber ich weiß nicht, ob das was wird. Wenn ich hier jetzt runter jiggle, dann findet der uns. Die kommen doch jetzt nicht hierher, oder? Doch, zu zweit auch noch. Ihr seid doch Säcke. Oh, Scheiße. Dann machen wir die so down. Hey, anyone see what happened? Hä? Oh Mann! Ich dachte, ich erwische den noch. Mist, Mist, Mist. Dann machen wir nochmal das mit dem geilen Ultra-Hoch-Jump-Kill. Das war ja hier, nicht wahr? Wo wir zuletzt gesaved haben. Dann müssen wir nochmal die Münze holen und dann. Ach, naja.
Naja, kann man ja alles nochmal ein bisschen verbessern. Komm schon. Los, los, los. Autsch. Irgendwie hat das nicht geklappt. Wir sind nicht auf ihm drauf gelandet. Was, ist das echt so schwer, den auszuführen? Das, also, dann hätte das ja nicht einfach auf den ersten Drücker klappen dürfen, oder? So, komm her. Ah, seht ihr, so schwer war es gar nicht. Dann nehmen wir den Heini hier. Diesmal machen wir lieber keinen Lärm. Obwohl, das hatte ja gar keiner gehört, ne? Die hätten ihn ja nur danach noch gefunden. Hier nochmal schnell die Münze einsammeln. So, kurz gesaved. Einmal alle Fägeln ausgemacht. Und dann müssen wir da irgendwie anders ran, ne? An die Geschehnisse. Okay, hier vielleicht nicht unbedingt. Wow, jetzt sind wir ja wieder fast ganz am Anfang des Levels. Naja, fast. Hört auf, da so hinzustarren. Was ist denn los, Jungs? Meine Güte. Der dreht sich doch noch mal um, oder? Jawohl. Da ist er weg. Einfach weg. So, hier leg dich mal in die Ecke zu deinen anderen Kumpels. So. Da war auch mal was, da haben wir Oskar getroffen, aber da kommen wir ja jetzt so nicht hin. If I am not mistaken. I think I saw something move. Nein, du hast nichts sich moven sehen, Alter. Wie machen wir die beiden denn jetzt weg, Mann, 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 Mann? Vielleicht erstmal den anderen. Und zwar. Na? Beweg dich, los. So, den haben wir. Und wir wurden nicht entdeckt. Es wurde kein Verdacht geschöpft, nichts. Das ist doch schon mal ganz gut. Ich glaube, da können wir auch nicht hinter. Aber hier war doch noch Sand eben. Den will ich noch haben. Und ein Wurfmesser brauche ich auch noch? Was? Hier ist nichts oben drauf.
Kacke, Alter. Okay, jetzt geht ihr aber wieder eurer Wege, oder? Ne, der Schmied steht jetzt irgendwie da in Mega-Safety. Das ist natürlich Müll. Wait until I get my hands on you. You'll see how I deal with monsters like you. Ja, ja, drum mir bloß, du Vollidiot. What was that noise? Stop! Gott, oh Gott, dann hat er die Leiche auch noch aufgehoben. You'll see how I deal with monsters. Come out of there! Jetzt hat er mich. No! Ach komm, verreck doch. So. Ist mir jetzt alles egal hier, Mann. Hier liegt noch die letzte Münze. Oh, Tatsache! Geil! Können wir noch einen Goldharztrank trinken? Nee. Goldharz ist voll. Geil, hier lag tatsächlich die letzte Münze. Dann können wir ja jetzt entspannt zur Kiste laufen. Und uns ab in den nächsten Levelabschnitt machen. Geilo Milo. Hauptziel, Nebenziel, alles abgeschlossen. Auf geht's in die nächste Zone. Das war nice. Let's see. So, cell 5 is not in this part of the prison, but in the high security section. Still got a ways to go. Better get moving. Na toll. Nebenziele: Stiehl den Spieleinsatz der Wache. Okay. Da gibt's offensichtlich Wachen, die spielen und wir können da was klauen. Das ist doch nett. Hauptziele: Aktiviere den Hebel zum Ostflügel, aktiviere den Hebel zum Westflügel. Wir sind im Kerker, noch nicht im Hochsicherheitstrakt, das heißt, das Artefakt ist hier auch nicht. Also können wir uns ganz gemütlich auf den Weg machen, nicht wahr? Oh Mann, und hier ist noch nie jemand rausgekommen angeblich. Und wir wollen jetzt der Erste sein. Na, das kann ja was werden, nicht wahr? Hä? Was ist denn nun los? Don't move. I'm coming. The world just got a little less ugly. Fuck. Inquisitors. I must avoid these shitty spellcasters. Inquisitoren. Hervorragende Nahkämpfer, die einen Helm tragen und deswegen nicht mit Wurfmessern ausgeschaltet werden können. Und die können ihre Gegner lähmen mit dieser komischen, was weiß ich, Zauberei oder sowas. Oh Mann, na das kann ja was werden. Sehen wir hier eine Münze unten liegen? Da sehen wir tatsächlich eine. Nee, das ist ein Trank oder was? Oh
Oder ein Schlüssel? Ich weiß nicht, was das ist. Jedenfalls, da müssen wir hin. Also gut. Da ist die Wache, von der ich den Wetteinsatz stehlen will, oder was? Hä? Warum hat das mit dem Stehlen nicht geklappt? Warum hat das mit dem Stehlen nicht geklappt? Und was ist mit den Kohlen? Die wollten wir doch haben. Keine Ahnung. Das würde ich sagen, kriegen wir dann wohl in der nächsten Folge raus, nicht wahr? Ich werde dann nochmal diese Sequenz da vorne machen und bla 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 und dann sehen wir uns da wieder. Bis dahin. Tschüss.